Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Peace hier an meiner Stelle. Ich habe mal wieder mit Chili trainiert, einfach so ein kleines, lockeres Training, einfach hier mit Gymnastik, weil ihr seht ja, ich habe da die Kreuze, ich habe die Cavalettis mit dem Sprung und ich bin erstmal im Schritt einfach über die Cavalettis gegangen und erstmal natürlich noch nicht über den Sprung danach, aber dann später im Trab dann aber schon, aber da stand der Sprung leider ein bisschen zu weit weg. Das kann man dann auch sehen, wenn ich jetzt auch mal traben würde. So, da seht ihr das dann, dass ich da einfach so einen großen Satz machen muss und irgendwie bin ich so dumm, den ranzustellen dann sofort. Und deswegen sah das so scheiße aus. Und dann wollte ich halt über die Cavalettis im Trab und dann über im Galopp, aber über den Sprung. Das hat hier nicht geklappt, wie man da gerade gesehen hat. Also das war halt irgendwie doof. So, dann bin ich auch über die Kreuze erstmal einfach locker im Trab. Das war hier kein Problem damit, dem Eingaloppsprung dazwischen. Und dann hatte ich hier auch noch diese kleine Reihe, würde ich jetzt schon sagen. Also einfach die Stange, Sprung, Stange, Sprung, Stange. Und das hat ich echt super gemacht. Außer jetzt ist das, glaube ich, da bin ich auf die Stange getreten und dann liegt die da jetzt so komisch einfach am Ende. Aber das wollen wir jetzt mal einfach ignorieren. Und beim Kreuz bin ich im Galopp immer über die hintere, habe ich da immer einen Galoppwechsel gemacht, also einen fliegenden. Und das hat echt super geklappt. Natürlich habe ich mir das nicht zweimal sagen lassen und habe das hier dann auch hoch gemacht und das hat auch echt super geklappt. Die anderen Sprünge habe ich auch hoch gemacht und das war wirklich richtig gut und ich muss sagen, so einfach so mal Gymnastik, also auch hier das hat schon irgendwie was. Also hier weiß ich jetzt nicht, was ich da gemacht habe, das hat jetzt nichts an der Situation verändert, aber hier jetzt dann, wenn er dann höher war, dass ich dann da so einen Galoppwechsel mache. Und dann bin ich am Ende noch ein Parcours gesprungen und das war auch echt super. Also irgendwie hat es sich ganz komisch angefühlt, aber ich weiß nicht, das kann auch einfach daran liegen, dass ich jetzt länger nicht mehr so trainiert hatte, als ich das aufgenommen habe. Weil irgendwie, weiß nicht, hat es sich ganz komisch angefühlt, so zu springen und irgendwie, ich habe ja jetzt auch nicht so die höchste Höhe und irgendwie komme ich gerade gar nicht so hoch. Und das ist das Ding, ich bin ganz lange immer jetzt hochgesprungen, aber irgendwie komme ich jetzt nicht mehr hoch, weil einfach da war hier auch so der Fehler und ich weiß gar nicht warum. Und gleich könnt ihr sehen, dass ich hier auch einen Fehler gemacht habe. Also das ist natürlich nicht schlimm, wenn man auch mal eine Stange reißt, aber so da, so wie, hä? Ja. Muss man hier nicht verstehen. Yeah.
Leute, mit der Sicht von oben verabschiede ich mich jetzt von euch so. Ja, danke, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Das, oh mein Gott, das sage ich sonst nie. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Daumen nach oben. Abonnieren, Werbungen gucken. Ja, Leute, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Das kommt ja dann, ja, weiß ich gar nicht, wann das hier online kommt. Auf jeden Fall dann entweder Donnerstag oder Sonntag, je nachdem, was jetzt der nächste Tag ist, wisst ihr ja. Und bis dann. Tschüssi.